Der Hund gibt einem auch ein gutes Gefühl. Ich habe schon mal gesagt, das ist eine Herausforderung für mich, aber ich sehe es positiv. Das hilft mir wirklich sehr. Es ist wie ein richtig guter Freund, mit dem man all das üben kann. Das hätte ich ja ohne Hund, hätte ich nicht so viele Leute kennengelernt jetzt. Und vielleicht bin ich einen Schritt schon weiter. Wobei das ist tagesabhängig. Ja, an manchen Tagen habe ich richtig große Angst. Dann klingelt es zum Beispiel an der Tür und ich mache die Tür nicht auf. Ja, das war jetzt an einem Tag gewesen und das hat mich sehr erschrocken, weil die Angst da so intensiv war. Oh, ich sag euch, mir tut jeder leid, der wirklich diese Angst täglich so extrem hat. Das ist einfach deprimierend. Dafür gibt es gar keine Worte. Das ist richtig schlimm. Und da hatte ich Angst, die Tür aufzumachen und dann, das war schlimm. Und dann klingelt derjenige nochmal und meine Angst ist gestiegen, ja, weil er nochmal geklingelt hat. Ich dachte wohl, der geht nie mehr weg und wartet, bis ich aufmache, dass er weiß, dass ich da bin oder so ein Kack. Aber das war schon sehr angstbesetzt. Ich hoffe, dass ich das in Zukunft nicht mehr erleben werde. Normal, wenn es klingelt, mache ich die Tür auf. Da habe ich nicht mehr so Ängste wie an dem Tag. Ich weiß nicht. Boah, das war krass. Ich komme immer dumm vor in so Momenten, wenn ich mit anderen rede, so irgendwie, dass es komisch aussieht, wie ich mich bewege und so, obwohl das wahrscheinlich ganz normal aussieht. Ja, so Dinge sind dann drin, oder dass ich halt mir die Worte wieder nicht einfallen, so Sachen, dass ich halt komisch rüberkomme, ja, das macht mir irgendwie Angst. Selbst wenn es so ist, ja, dann heißt es ja nicht, dass man nicht wertvoll ist oder so. Deswegen muss man darauf scheißen, ja, man kann sich ja nicht für andere verändern. Das sollte man irgendwie nicht machen, sich nicht für andere verändern. Man sollte so bleiben, wie man ist. Natürlich, wenn man negative Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Alkoholkonsum oder was auch immer, dann sollte man sich schon von anderen etwas sagen lassen und auf die hören. Aber wenn es irgendwie negativ für einen ist, dann sollte man davon Abstand nehmen. Dann ist es scheißegal. Scheißegal. So sollte es jedenfalls sein. Aber das ist ja halt nicht so, wenn man eine soziale Phobie hat. Dann vergisst man das in dem Moment und das ist. Man ist auf einer ganz anderen Ebene dann auf einmal wieder. Wenn jetzt jemand käme, das würde sofort, was ich gesagt habe, wieder verblassen, ja. Vielleicht eine Minute bleiben, vielleicht, wenn es gut läuft, auch länger, aber im Großen und Ganzen hat man das schnell wieder vergessen und daran muss man arbeiten. Das hat schon mal jemand gesagt. Ich glaube, mein Leben mit der Angst, sie hat ja auch einen YouTube-Kanal, hat auch eine soziale Phobie gehabt und die hat sich das halt, so sagt sie, durch so Sprüche, ja. Durch positive Sprüche, Affirmation oder wie das heißt, hat die das geschafft. Und ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Natürlich ist wichtig, wie man über sich selber denkt und wie man über die Situation denkt. Das ist sehr wichtig. Das muss man immer wieder korrigieren. Das ist halt eins der Dinge, warum die soziale Phobie auch bestehen bleibt, weil man gedanklich immer noch so ängstliche Gedanken hat und man die nicht ändert. Man folgt denen. Man könnte sich die Situation auch ganz neutral erstmal anschauen. Und nicht das Ängstliche suchen, sondern das Positive. So, ich werde aus der Situation wieder rauskommen, egal was jetzt hier passiert, zum Beispiel. Oder ich muss keine Angst haben, was soll mir schon passieren, ja? Selbst wenn der andere mich beleidigt, ist egal. Dass man eher solche Gedanken pflegt und hegt und die Ängstlichen nicht hochkommen lässt, weil dann spielt man mit den Gedanken. Oh, hast recht, ich sehe komisch aus und so, lass lieber gehen. Es ist eine fürchterliche Situation. Und das verschlimmert die Ängste natürlich. Deswegen sollte man da auf jeden Fall ansetzen und das darf man nicht vergessen, das darf man nicht vergessen. Das ist eines der ganz wichtigen Dinge, weil wenn man die ängstlichen Gedanken beibehält, was soll sich denn großartig ändern? Das würde nicht, im besten Fall funktioniert es, im Normalfall, glaube ich, wird das nicht klappen und man wird wieder ängstlicher werden, weil einfach die Gedanken noch dabei sind. Und das sollten wir uns immer gegenseitig sagen. Wenn ihr wirklich den Kanal schon länger verfolgt, dann solltet ihr in jedem neuen Video sagen, dass wir nicht vergessen sollten, in ängstlichen Situationen positiv zu denken und die ängstlichen versuchen wegzudrücken. Ja, wenn wir uns immer wieder daran erinnern würden, das wäre, glaube ich, sehr wichtig, weil das vergisst man. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne drunter schreiben, mal sehen, ob es überhaupt einer macht und mal sehen, ob es dann beim nächsten Video nochmal jemand sagt oder ob es schon wieder vergessen ist. Ja. So hatte das zum Beispiel ein bisschen besser mit Murat geklappt. Ist ja der, der so viel redet. Und dann habe ich mir gedacht, ah, du hast ihn getroffen, der hat zwar viel geredet und so war dir sehr unangenehm, überfordernd für mich, ja, so viel Infos von ihm zu hören. Aber am Ende warst du wieder zu Hause, konntest die Situation wieder beenden, ja, es ist nichts Schlimmes passiert und es war okay, auch wenn es wirklich anstrengend war.
Und daran erinnere ich mich, wenn ich Angst davor bekomme, ihn nochmal zu treffen. Ich hab ihn dann nochmal getroffen. Und das war an dem Tag so, dass ich wirklich, mir war alles ein bisschen viel. Ich musste schnell nach Hause und gedanklich konnte ich mich wirklich gar nicht auf ihn konzentrieren. Und ich habe einfach nicht so viel mitgeredet. Ich habe nicht so viel gesagt zu den Dingen, die er sagt. Und dann ist das Gespräch doch schnell abgeebbt. Als unsere Kinder rauskamen, bin ich einfach nach Hause gegangen, habe Tschüss gesagt, das war's. Davor war ja eher so halbe Stunde bis Stunde stehst du da mit ihm. Ich glaube sogar noch länger, wo er einmal da war. Ich weiß es nicht. Nicht schlimm und so. Ich mag ihn, wie gesagt, auch wenn das für mich persönlich überfordernd ist und ich glaube, für eine Freundschaft, das wäre für mich erstmal anstrengend. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren ist es ganz cool, aber aktuell ist das zu viel. Man kann das auf jeden Fall aushalten. Das ist klar. Aber was wir ja gerne möchten, ist, dass wir es nicht nur aushalten, weil das kann man nicht über Jahre hinweg. Das kann man nicht Jahre hinweg einfach aushalten, ja. Ist klar, dass es klappen wird, ja, dass man alles überstehen wird, ja, dass die ängstlichen Gedanken doch nicht so eingetroffen sind. Aber das kann man nicht jahrelang machen, weil man da wirklich depressiv von wird, ja. Und wenn man dann jahrelang aushält, aber seine Gedanken nicht ändert und die Angst immer noch da ist, dann hat man nichts geschafft, aber man verliert wirklich Energie, man verliert irgendwann den Mut. Das kann passieren. Kann natürlich auch passieren, dass es doch noch gut wird, dass man lernt, damit umzugehen, dass sich die Gedanken verändern. Aber einfach aushalten, finde ich, das ist gar nicht zielführend. Ich habe schon oft gehört, dass die Leute sagen, du musst es einfach aushalten. Aber ja klar, man kann mal was aushalten. Aber wenn es so ein Dauerzustand ist, dann ist das nicht mehr gesund. Das ist nicht gesund für die Psyche, für den Kopf, ja. Deswegen. Ja, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man selbst sich über die soziale Phobie informiert und schaut, was für Wege es gibt, warum die aufrechterhalten bleibt und so weiter, dass man selber so eine Idee davon hat, warum das so ist. Natürlich ist eine Therapie sehr gut, aber wenn man selber das nicht so ganz versteht und irgendwie erhofft, irgendwie nur durch Reden passiert was, wird nicht viel passieren. Da muss wirklich was im Kopf passieren. Ist bei mir ja auch noch nicht passiert. Ganz kleine Schritte sind auch gut. Die sind besser, als wenn man gar keine macht, ja. Also man muss auch immer wieder üben und es gibt immer wieder Rückschläge, wo man die Gedanken, die ich jetzt zum Beispiel gerade habe, vergesse. Wahrscheinlich morgen früh, wenn ich Emma zum Kindergarten bringe, weiß ich gar nichts mehr von dem, was ich hier erzählt habe. Und so meine Hoffnung, dass es doch funktionieren könnte, die habe ich in dem Moment gar nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht erinnere ich mich auch dran. Ich versuche es, mich morgen früh daran zu erinnern, was ich heute gesagt habe. Und versucht das anders zu machen. Da hinten ist Ari, der buddelt super gerne. Und wir beide gehen jetzt nach Hause. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben. Schreibt, was euch hilft. Das ist super wichtig, weil wir sind so eine kleine Community. Und einem anderen kann es helfen, ja, wenn der da auf einmal liest. Probier mal dieses und jenes. Es hilft vielleicht auch nicht, aber es gibt so Mut, was zu tun, was zu ändern. Dass man nicht in einen Trott reinkommt und sagt, nee, ich bin einfach so geboren mit meiner Angst. Ich mache nichts mehr groß dran. Ich gehe zurück in den Keller. Ja, dass man Mut hat, dass man dranbleibt, dass man motiviert seid. Und das können wir alle irgendwie zusammen gemeinsam machen, dass wir uns gegenseitig immer motivieren, dass wir dranbleiben. Und auch in den Zeiten, wo es Rückschläge gibt und so, dass wir nicht aufgeben, dass wir weitermachen, dass wir versuchen, da rauszukommen. Das wäre wirklich mein Wunsch. Guck mal, wie lange wir die Scheiße schon haben. Und irgendwo, ja, reicht es doch mal, oder? Ich glaube, für dieses Video werde ich mich hassen, weil ich wirklich ein Angsthase bin. Und ja, gleich ist die Motivation, haue ich euch gleich wieder unter den Teppich, nicht? Ich weiß es nicht. Es klingt gut, ja. Es ist motivierend. Es ist auf jeden Fall ein richtig langer, harter Weg. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich den schaffen werde. Ich wünsche es mir, weil ich mit meinen Ängsten einfach nicht glücklich bin, weil ich Dinge nicht genießen kann. Ich kann die Geburtstage nicht genießen. Oder wenn meine Schwiegermutter kommt, so Dinge kann ich einfach nicht genießen. Oder wenn Besuch im Garten kommt, ja, das kann ich nicht genießen. Und das ist schwierig. Das möchte ich ändern, weil ich möchte, ja, raus aus diesem Scheiß. Versteht ihr? Ich habe es oft gesagt. Wenn ihr mich schon von Anfang an verfolgt, seht ihr das auf und ab. Ja, mal geht es ein bisschen besser, dann geht es wieder einen Schritt zurück. Da mache ich super lange kein Video, wo eigentlich auch, wo ich mich nicht verändere, wo ich nichts mache, wo ich einfach in diesen Trott weitergehe. Ohne Hund wäre ich noch in den Trott, ganz sicher.
Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin ein Löwe und ich catch die Welt. Adieu, meine Lieben. Bis dann.